Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Prison Architect. So, weiter geht's mit Abwarten und Tee trinken. Natürlich. Und da kommt die Taser. Kling, 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 kling. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon welche, die das gemacht haben. Oh, Tischlerlehrer wollen doch tatsächlich jetzt mal welche machen. Ich glaub's ja nicht. Taser-Ausbildung. 10 Stück haben bestanden. Na, das ist doch gut. Mal wenigstens ein paar einen Taser haben. Kostet natürlich jetzt alles Kohle, um die ganzen Wachen mit Taser auszubilden, aber ist ja egal. Egal. Ich finde es auf jeden Fall besser, wenn meine Wachen Taser haben. Gefällt mir. Wo ist er denn? Der macht das schon. Da sind sie schön am Kochen. Da sind sie am Lernen, Arbeiten, wie auch immer. Alles Mögliche gerade. Der ist am Arbeiten. Elf Stück dürfen. Elf Stück dürften tatsächlich. 3 Häftlinge warten auf Bewährung. Einer sitzt da oben. Man wird schon eine Heckenschere gefunden. Kann man eine Heckenschere schmuggeln, ehrlich? Wie soll das gehen? Darauf gehen. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Ja, Schere wegnehmen wenigstens. Knasteigentum gibt's nicht. Nicht, was ich gerade sagen soll, aber ich bin jetzt gerade Sonne am Knallen. Ich schleide das eine aktiv, das ist schon mal gut. Verhaltenstherapie ist auch gerade aktiv. Eine Tischlerlehre gerade. Immer noch blöde Kack-Allgemeinbildung. Ah, sie ist auch gerade aktiv. Sehr gut. Das ist sehr gut. Da müssen wir 10 Sitzungen, Alter. Was ist denn da los mit euch? 10 Sitzungen. Alter Schawe, der wird schon lang.
Nummernschilder. Ich weiß noch ganz am Anfang, da hast du mit Nummernschilder richtig gut Kohle gekriegt. Du baust eine Werkstatt, zwei, drei von den Pressen und so, da hast du was so reich. Da hast du so viel Kohle gemacht. Ich weiß ja, für so einen Stapel hast du irgendwie, keine Ahnung, 2.000 oder 3.000 gekriegt, das weiß ich noch. Richtig übel. Haben sie extrem runtergesetzt, tatsächlich. Was auch gut ist. Also hat man nicht innerhalb von, ich sag mal, 3, 4 Stunden riesen Gefängnis. So, gut so. So ist ein bisschen. Ja, zwei Häftlinge sind jetzt nur noch bereit für Bewährung. Das ist gut eigentlich, dass wir so viele Bewährungsräume jetzt haben. So geht das auf jeden Fall schneller. Da sitzt auch noch einer gerade. Die Häftlingskapazität müssen wir auch noch hochziehen auf 100. Mal schauen. 36 Holz. Der bringt die Nummernschilder weg. Da werden wieder Bäumchen gestutzt. Bücherregale sind auch. Wie viele Köche haben wir eigentlich? 8. Ja, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Ja, los, hör mal. So viel Essen noch am Rumliegen. Frech. Bäumchen. Der gute alte Forstbetrieb. Ich habe das Gefühl, dass die Hausmeister nicht hinterherkommen, ne? Ich glaube, 10 Stück sind echt zu wenig. Bis gerade? Einmal Dusche? Okay. Am Hof, ja, wenn sie wollen, können sie duschen gehen. Wenn sie nicht müssen, müssen sie ja nicht. Mal echt überlegen, kann man. Wir müssen echt eine große Dusche bauen. Weil irgendwie ist das doof, wenn die drin in Dusche gehen. Das heißt, so viel wie. Das ist eigentlich blöd. Weil die das dann alle hier knubbeln, das habt ihr gerade gesehen. Und das wird bei mehr Gefangenen schlimmer. Das ist ja, glaube ich, gar nicht so geil. Ich Schmutz. Da. Schmutz. Große Dusche bauen.
Die wahrscheinlich sogar noch zu klein ist. Würde ich wahrscheinlich eher so machen. Dass ich dann hier auch eine habe. Heißt aber auch. Geil wäre natürlich, wenn man das so hätte. So. Und wieder drei. So. Aber ich habe eine bessere Idee. Mal weg. Müsste nur einen erweitern. Dann könnte ich hier eine Riesendusche hinbauen. Aber eine richtig Riesendusche. Wenn ich dem um einer weiter. Dann wird's gehen. Machen wir das mal. Aber wenn ich dann eine riesen Dusche hinbaue, was ich besser. Dann müsste ich nämlich theoretisch hingehen und sagen, ne. Ich weiß nicht, ob das geht. Das geht nicht, das wird nicht gehen. Müsste ich hier welche haben? Das ist klar. Dann müsste ich da welche haben. So. Dann hier. Dann hier. Und dann so. Wobei ich gerade Blödsinn gemacht habe. Ach, scheiße. War doch. Ich habe doch gerade Mauer gezogen. So muss das. So, aber wie mache ich das? Mache ich das dann so? Ausprobieren? Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, ehrlich gesagt. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen.
Nee, das ist Blödsinn. Die Wand will ich woanders haben. Da würde ich die gerne. Mach eine Dreierwand. Dreierdurchgang. Da. Da sollte es eigentlich reichen. Okay, das geht noch nicht, ist klar. Aber lass erstmal bauen. Wird da eine riesen Dusche jetzt gebaut? Den Grund, wenn ich Dusche in die Mitte irgendwo reinsetze, können die hier duschen gehen. Alle. Ich halte es einen Vorteil. Wenn es denn funktioniert, dass sie alle gepowert werden hier von Wasser. Vom Wasser. Ja. So, fertig, dann können wir hier auch noch Abflüsse reinmachen. So. Also er bekommt dann gegenüber auch. Wenn die Wände auch aufgemacht. Kommt auch Abflüsse rein. So. Ich weiß echt nicht, ob das funktioniert, ey. Eigentlich ist das System so gar nicht scheiße, aber wenn man mittendrin Duschen macht, knubbelt sich dann hier halt alles und das ist halt Kacke. Deswegen würde ich das eigentlich eher abreißen und halt hier oben eine riesen Dusche haben. Aber ich sehe auch gerade, wir haben das Ding noch gar nicht erweitert. Ja, machen sie gerade, okay. Also fangen an. Sehr schön, das ist schon mal alles im Bau. Aber da kommt auch, da würde ich tatsächlich. Ich glaube, weiße Fliesen reinmachen dann, oder? Da ist das. Oh, das geht. Kann man dann machen. Eine Dusche, eine Dusche. Komm, Freunde. Zügig!
Da fehlt einer. Ein Fundament. Dankeschön. So, dann kommen da noch Fliesen hin. Jetzt geht los. Ich würde sagen, ich würde zwischendurch noch so Abflüsse machen, oder? So hier. Das funktioniert nicht. Achso. Okay. Wie fehlt da was? Komisch. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf Geld warten. Das sind viele Duschen. Aber ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten für einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Prison Architect. Tschüssingen.